Hallo und willkommen zum Mila Indoor Report. Heute in Wiesbaden bei der ersten Bundesliga VC Wiesbaden gegen Schweriner SC. Nehme ich den tollen Bosch und Dennis Hanke von Schweriner SC. Ich gratuliere, ihr habt gerade im dritten Satz, genau 3:0 gegen Wiesbaden gewonnen. Wie ist man heute jetzt gegen die Mannschaft vorgegangen? Ja, für uns war es wichtig, hier zu gewinnen und den ersten Platz in der Bundesliga festzustellen. Und das bringt viel Vorteil in Playoffs. Immer Heimvorteil. So. Das war für uns heute super wichtig. Und zweiter Platz war natürlich Vorbereitung auf Pokalfinale nächste Woche. Dass wir auch hier ein gutes Spiel machen. Dass wir auch schauen, dass wir Wiesbaden schlagen können. Dennis, wie habt ihr die Wiesbadener unter Druck gesetzt? Mit deinen Sprungaufschlägen eventuell, mit dem Block oder so? Ja, also ich finde gerade Aufschlag ist das, was eigentlich unsere Stärke ist. Es hat heute nicht so gut funktioniert. Also wir haben zwar teilweise wirklich taktisch sehr gut aufgeschlagen, aber dann doch phasenweise wirklich viele Fehler gemacht, was wir sonst eigentlich nicht tun. Ja, ich glaube, heute hat unsere Annahme wirklich gut funktioniert. Wir hatten da fast keine Probleme und konnten halt so am Netz so ziemlich machen, was wir wollen. Also das war wirklich angenehm zu spielen und da haben wir dem Aufschlagdruck von Wiesbaden, der auf jeden Fall gekommen ist, haben wir gut standgehalten. Toin, die ersten beiden Sätze seid ihr gut weggezogen, der dritte habt ihr nur mal rankommen lassen. Lag es an einer langen Pause oder was war da los? Na, ist immer so, mit einem 3:0 Gewinn ist immer ein Satz ein bisschen eng. Und das hat auch wie passiert im dritten Satz. Und das hat zu tun mit Motivation, mit Aggression. Nach zwei einfachen Sätzen ja, kommt alles ein bisschen weniger. Und, aber gut, am Ende ist die Mannschaft wieder fit und wollte gewinnen und dann schaut sie doch aus. Das auch. Dennis, war das heute so ein kleines Generalspiel für nächste Woche DVV-Pokal? Ja, natürlich, wenn es das letzte Spiel, was davor stattfindet, ist, dann ist es natürlich eine Generalprobe. Aber ich glaube trotzdem, dass die Umstände einfach ganz, ganz andere sind am Sonntag und dass jedes Team damit für sich klarkommen muss, wie es da ist, um der Atmosphäre zu spielen. Und ich glaube, hier, da hat halt keiner einen Heimvorteil. Es ist einfach so, dass Wiesbaden heute hier wirklich in eigener Halle gespielt hat und Druck machen konnte, wie sie es gewohnt sind. Und in Halle Westfalen ist das für jeden was Neues. Und da geht es bei 0:0 los und wir müssen einfach sehen, dass wir gut zurechtkommen und dann denke ich schon, dass wir da gute Chancen haben, auch durch heute. Toin, hast du heute was Sachen ausprobiert, betreffend nächste Woche DVV-Pokalfinale oder wolltet ihr die Wiesbadener jetzt mit einem Sieg unter Druck setzen für nächste Woche? Ja, wir haben gespielt, so wie immer spielen, mit viel Druck, mit Aufschlagen, Block, Organisation, Abwehr, alles hinterher. Aber natürlich, die Druck bei Wiesbaden zu legen, das war auch wichtig. Der persönliche Schlüssel zum Sieg, Dennis? Konzentration. Also ich glaube, wir haben taktisch im Block Feldabwehr wirklich, wirklich gut gespielt und das hat es uns heute einfach auch ein bisschen leichter gemacht. Bei Ihnen? Was? Der persönliche Schlüssel zum Sieg, der Knackpunkt, dass es heute zu einem 3:0 gekommen ist? Ja, unser Angriff ist super schnell. Alle Leute in unserer Mannschaft können super Angriff machen. Und das haben wir heute, denke ich, auch wieder geschaut. Das, für Dennis ist es einfach, was ich spielen will. Alles ist möglich. Okay, dann bedanke ich mich fürs Interview und dann sehen wir uns nächste Woche in Halle beim DVV-Pokalfinale. Ich gebe zurück. Tschüss.